So, willkommen zurück auf Panorama. Wir sind nicht bei Walking Dead, nein. Teste, was ist mit dem Licht hier passiert? Ich teste noch ein anderes Spiel heute, Rough Assault. Das ist jetzt ziemlich häufig gekommen irgendwie. In Werbung und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt mal anstecken lassen. Das heißt, ich teste das heute mal. Es läuft noch hier irgend so ein Downloads im Hintergrund. Dann muss man jetzt warten. Ist auch wieder irgend so ein Kriegsspiel, War Command. Da sagt ja schon eigentlich alles aus über dieses Game irgendwie. Ich habe gehört, es soll lustig sein. Komplett in 3D wohl, die Schlachten auch. Ich bin gespannt, was das Spiel offeriert. Und während ich bei Walking Dead Road to Survival eben warte, dass irgendetwas passiert oder dass ich wieder mal was machen kann. Ist ja auch bei Walking Dead übrigens so, das vielleicht noch zu dem heute morgigen Video, zu dem Video von heute Morgen hinzuzufügen. Es ist ja auch noch so, dass du bei Walking Dead nicht mal irgendwas beschleunigen kannst. Also außer du gibst massiv viel Gold aus. Extrem viel, scheiß viel Gold. Genau. So, wir machen mal ein bisschen Sound an. Wir fliegen Hubschrauber. Kommandant, ich bin Ruby, dein Kampfinformationssystem. Hallo Ruby. Cobra-Angriffsgeschwader in Bewegung. General Barca hat dir vorübergehend das Kommando über diesen Zug gegeben. Zerstöre die feindliche Kommandozentrale. Tipp mal da drauf. Tipp auf ein feindliches Geschütz in den Zug in Gang. Dies ist deine erste und letzte Warnung. Verschwinde oder spüre den Zorn meiner Kriege. Okay. Dann kämpfen wir wieder gegen den Turm. Was ist das? Feindliche Flugabwehr. Zerstöre den Luftangriff bereit. Luftangriff. Und dann tippen wir hier drauf. Aha, da wird dann so ein Feld gesetzt. Okay. Alter. Feindliche Kommandozentrale zerstört. Willkommen beim Anfang der Apokalypse-Kommando. Es leckt ein wenig. Das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich es aufnehme. Aber ich habe auf Google Play Store habe ich ein paar Mal gelesen, dass es etwas leckt, gerade am Anfang. Erinnert ein bisschen so an Alarmstufe Rot, habe ich das Gefühl. Platziere Förderungsstationen VOBs in der Kriegszone und um zusätzliche Ressourcen zu halten. Okay, sind mal gespannt. Also jetzt so erster Eindruck ist ja ganz lustig. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie in dem Spiel eben das Pay-to-Win-Verhältnis ist. Ist es überhaupt möglich, dass das mein Lager ist? Sieht ja süß aus. Was ist das? Damit produziere ich Öl. Ich glaube, davon hat man immer zu wenig. Ist aber schon mal cool, dass es eine englische Sprachausgabe gibt. Klingt sehr gut, finde ich. Für jemanden mit deiner Erfahrung hast du dich ziemlich gut geschlagen. Baue eine Verteidigungsplattform, um deine Verteidigung zu stärken. Bauen. Doof. Was ich übrigens auch sehr sympathisch finde, erstmal jetzt gerade zumindest am Anfang, es ist nicht dieses übertriebene Sexistische, was es sonst immer gibt, wo dann immer so eine barbusige, halbnackte Frau in der Ecke steht und dir erklärt, was deine neuen Ziele sind, Commander. Sie sind so gut, Commander. Ich freue mich so. Gut. Jetzt sieht man das nicht richtig. Was war das hier? Eine Verteidigungsplattform. Statte sie mit Geschützen aus, um deine Basis zu verteidigen. Plattformen höherer Level haben eine bessere Panzerung, sind dadurch also schwerer auszuschalten. Gut, für 7000 irgendwas, was ist das? Muss ich das da hinstellen? Okay. Rüste deine Verteidigungsplattform aus, wenn du überleben willst. Was? Ich hoffe, ich überlebe, auch wenn ich die nicht ausrüste. Plattform-Info, Plattform-Aufwertung und Ausrüsten. Ich finde es jetzt im Augenblick sehr gut gehalten, eigentlich. So. Ausrüsten, mit was kann ich die hier ausrüsten? Moment, muss es mal hier rüberschieben. Mit einem MG, das vielseitige Maschinengewehr, kann Geschosse mit hoher Feuerrate verschießen. Okay. Schienenkanone für uns weiter. Du kannst jetzt versuchen, Europa von den aggressiven Rebellengruppen zu befreien. Öffne die Angriffsnavigation, um deinen nächsten Angriff gegen den Feind auszuprobieren. Ich weiß noch gar nichts, aber ich probiere mal Angriffe aus. So, das ist eine Kampagne. Ah, es gibt Kampagnen, Überfall und Kriegszonen. Yusuf al-Baghdadi. Das Lustige an dieser Geschichte ist, und deswegen ist es schon fast wieder für mich ein No-Go, dieses Spiel zu spielen, ist, was hat man als Gegner? Irgendwelche so Islamisten, Rebellen, Terroristenführer irgendwie. So dieses, das bedient so dieses Klischee auf der Welt, gibt so diesen Islamisten, der uns nur Böses will in Europa und so weiter und so fort. Leute, meine Fresse. Naja, gut. Was steht da, Kaufe oder Karte?
Gut, dafür gibt es Belohnung, Niedergang der Menschheit-Mission. Oh Gott, oh Gott. Die Weltwirtschaft, die auf der Verfügbarkeit billiger fossiler Brennstoffe basiert, ist zusammengebrochen. Arbeitslosigkeit, Nahrungsmangel und Aufstände wüten in ganz Europa. Dorfgemeinschaften wurden zu bewaffneten Vorposten. Warlords haben große Teile Europas unter sich aufgeteilt und sich zu unabhängigen Staaten erklärt. Dein Mentor, General Barsa, hat dir aufgetragen, dich um den schlimmsten von ihnen zu kümmern, Yusuf al-Baghdadi. Lustigerweise ist es genau das, was in den Ländern passiert, in denen die westliche Welt den Krieg geführt hat. Irak, Afghanistan und so weiter und so fort. Da sieht es nämlich genauso aus. Warlords sind da unterwegs und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich ein einträgliches Geschäft. So, dein Zug Alpha kann mit der richtigen Führung diese Basis einnehmen. Tippe auf die Angreifenschaltfläche, um den Angriff zu beginnen. Was habe ich denn überhaupt? Ich kenne meine Truppen nicht mal. Gut, wir greifen mal an. Eine kleine Ausbildungseinrichtung in Yusuf al-Baghdadis Territorium. Greif mit aller Macht an, um deinen Sieg zu garantieren. Es ist nicht sein Territorium, Ruby. Aber ja, wir werden uns hier niederlassen und rauben, was wir brauchen. Yeah, genau. Wir gehen in ein anderes Land, greifen es an und nennen die dann Terroristen. Das ist gut. Wähle alle Einheiten in deinem Zug aus. Alle auswählen. Tippe auf das Infiltrationsgebiet, um alle Truppen einzusetzen. Gut aussehen tut ja schon, da wollen wir gar nicht drüber reden. Also so vom Aufbau her ist es gut gemacht. Was? Können wir es bitte gleich in die kommen? Dankeschön. Also wie gesagt, ich denke, dass es jetzt im Augenblick so ist, dass es wirklich, weil eben... Ja. Zerlegen wir mal die hier, weil da sind noch die Leute dabei. Ja, genau. Und da wundert man sich noch, dass die Welt so ist, wie sie ist, wenn man hier lauter so ganz Wurschtel hat, irgendwie, die einem auch noch so einen Input geben, wie das sind alles Terroristen, das sind alles Muslime. Entschuldigung, da muss ich mir ein bisschen... Warum ist das hier so ein Schatten? Ah, besser! Besser, ich habe hier so einen Schatten im Gesicht. So. Nein, das finde ich halt so ein bisschen planlos irgendwie, das ist halt... Es schürt halt so ein Feindbild irgendwie und das ist doch alles Bullshit. Ja, wie auch immer. Ist ja völlig wurscht. So, wir haben diese Mission scheinbar beendet. Wie gesagt, also ich denke, an der Aufnahme liegt es auch im Allgemeinen und ich sollte es einfach unter BlueStacks spielen. Das weiß man natürlich jetzt auch nicht. Mein Handy, ich spiele mit einem Sony Xperia Z5 übrigens, ist überraschend warm beim Spielen dieses Spieles. Ressourcen, was ist das hier? Könnten wir mal sagen, was das... Nein, ich will wissen. Also das eine ist Öl, das ist mir klar, aber was sind diese anderen da? Naja. So, es lädt. Ich mag das, ich muss mir so ein Kamera, so einen Lichtaufsatz besorgen, der mir so in die Augen strahlt. Ich mag das, wenn die Augen so leuchten, wenn man aufnimmt. Ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Finde ich gut. Das ist jetzt nur in 720p, Leute, aber ich dachte mir, zum Ausprobieren muss ich es jetzt nicht in Full HD aufnehmen. Du hast genug Metall gesammelt, um eine Rüstungsfabrik zu bauen. Metall ist das. Metall und Öl sind die Rohstoffe im Augenblick. Und da gibt es dann noch zwei andere. Was genau das ist, weiß ich nicht. Ich kann es aber auch nicht anklicken, weil ich muss das tun, was mir die Hand hier sagt. So. Globale Operation erfordert Kommandozentrale 3. Durch den Bau einer Rüstungsfabrik kannst du Fahrzeuge herstellen. Tippe auf die Bauen-Schaltfläche, um die Rüstungsfabrik in deiner Basis zu platzieren. Kann meine Basis von anderen angegriffen werden? Gibt es nur die Kampagne? Gibt es Krieg? Ja, das finden wir noch raus. Kann ich die auf Schieben? Nee. Die muss da bleiben, wo sie ist. Naja, gut. Levelaufstieg. Glückwunsch. Dein Level ist gestiegen. Was habe ich hier? Bauplan und 500 irgendwas. Du kannst deine Einheiten mit der Armee-Schaltfläche reparieren und trainieren. Ich folge der Hand. Er lädt. Upp, was? Ja, wäre ja nett, wenn man das so nebenzu noch spielen könnte, praktisch. Ah, naja. Dein Zug Alpha ist beschädigt. Setze Öl ein, um ihn zu reparieren. General Wasser hat dir ein Ressourcenpaket geschnürt, um deine Kosten zu decken. Eine Truppe ist beschädigt, sie ist nicht verletzt, sondern beschädigt. Tippe auf den Reiter leichte Fahrzeuge, um in deiner Rüstungsfabrik ein PK-Technical zu bauen. Hä?
Tippe auf die Karte, PKT. Kriege ich da Informationen auch drüber? Hätte gerne Informationen. So. Für den Bau einer Einheit brauchst du Metall. Tippe auf die Bauernschaft. Ja, aber ich will wissen, was ist. Geschwindigkeit 70, Reichweite 42, Kapazität genutzt 50. Hä? Und 4000 Metall kostet mich das. Okay? Das ist jetzt eine Einheit, oder wie? Verstehe ich das richtig? Ist das auch eine Zeit, die das braucht? Aha, und hier mit dem Plus weise ich sie meinem Team zu. Aha, ich habe hier eine bestimmte Anzahl von Slots scheinbar. Kann ich Kapazität erweitern? Es gibt noch Lufteinheiten, die kann ich wohl dazu nehmen. Bin mal gespannt. Jetzt kann ich wieder auf Angriff gehen, obwohl ich noch... Ich habe doch... Überfälle gestatten, die Ressourcen zu stehlen und du erhältst Beutekisten. Wenn du feindliche HQs zerstörst, du musst dir einen Namen aussuchen. Vielleicht erscheinst du dann furchteinflößend. Oh. So, jetzt muss ich mir noch einen Namen einfallen lassen. Ich würde jetzt eigentlich mit Dredge spielen. Vielleicht steche ich den irgendwann mal um. Aber wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele, benutze ich gerade eigentlich immer was anderes. Aber. Hey, yo. Krieg ich meine Tastatur? Danke. So, Pusteblume. Das sollte doch richtig furchteinflößend sein, oder? Du wurdest angegriffen von Pusteblumen. Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, aber so erster Eindruck jetzt mal, ich kann bisher nicht wirklich viel zu dem Spiel sagen. Es sieht nett aus. Ja, mehr kann ich gerade noch nicht. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Apropos, wie sich's entwickelt. Wenn es euch weiter interessiert und ich da noch ein paar Folgen machen soll, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Genau. Hey, das ist doch viel besser als ich. Dein Zug Alpha wird Verluste erleiden, doch ich bin mir sicher, dass du trotzdem dieses Basis angreifen wirst. Mit der Schaltfläche weiter wählst du ein neues Ziel und mit der Schaltfläche verlassen kehrst du in deine Basis zurück. Was? Aha. Ich kann mir jetzt hier ein neues Ziel suchen. Oder ihn angreifen. Ich greif den mal an. Check ja eh nichts. Hallo? Kann ich den angreifen? Der ist Level 4, der ist viel weiter als ich. Der haut mir bestimmt auf den Sack. Der hat hier zwei Verteidigungstürme. Ich gehe auf weiter. Will ich denn? Ich will doch gar keinem wehtun jetzt. Ich habe doch jetzt gerade mein neues Feindbild. Das sind doch die Terroristen. Was? Hä? Der ist auch auf 4. Nee. Ich will zurück. Wie komme ich nach Hause? Eigentlich will ich wieder zurück in meine Basis. Ich will niemanden bekämpfen. Also momentan zum... Ja gut, meine Fresse, dann greif halt an. Mach halt platt. Echt Wahnsinn. Wähle alle Einheiten aus. Platziere sie in der... Was? Alle auswählen und dann... Ah, ich könnte auch einen KI-Angriff machen. Aber passiert nichts. Ja, das ist ein bisschen ätzend gerade. Hier ist ein bisschen schwierig für mich zu sitzen. Wie gesagt, wir reisen ja. Wir sind immer mal wieder woanders. Und bis wir uns dann da eingerichtet haben, dann sind wir auch schon fast wieder woanders. Hallo? Was muss ich machen? Ah, danke. Ach so, da kann ich die KI anschalten oder ausschalten. Der hat ja gar nicht so einen Turm. Ja, nicht den da vorne platt, Leute. Den scheiß Turmplatz. Danke schön. Da geht's ab, Leute. Ja, erinnert mich wirklich ein bisschen an den Alarmstufe Rot. Command & Conquer Turbo in Alarmstufe Rot. Also so, prinzipiell macht es mal einen guten Eindruck. Muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Und wie gesagt, gerade wie dieser Pay-to-Win-Anteil ist in dem Spiel. Booyah. So fesselnd finde ich es jetzt gerade noch nicht so. Aber was halt auch daran liegt, dass du halt erstmal nichts machen kannst gerade. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Schade. Preis. Kommandozentrale Level 1, 3... Was? Antippen zum Öffnen. Wo? Ah, die Kiste muss ich antippen.
Da kriege ich eine Infanterie. Das ist eine Karte. Das ist das Schütze. Einzigartig. Aufwertungsbereit. Durch einen knappen Sieg hast du einen Ausrüstungsgegenstand erhalten. Benutze Ausrüstung und Komponenten, um deine Einheiten zu verbessern und zu befördern. Sieht aus, als würde man, sieht so krank aus, so hier an der Seite vom Kopf. Ja, wie gesagt, also, ja, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Es gab Spiele, die ich getestet habe, die mich am Anfang mehr mitgerissen haben. Das ist jetzt so ein bisschen so, gut, aber er lädt auch extrem lange gerade immer. Und mein zweites Problem ist, dass das Spiel halt so ein bisschen laggt und ich, was, Walking Dead, was ist hier los? Ich wurde schon wieder geratet, also, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, obwohl ich versuche ständig unterm Radar zu fliegen, gell? Obwohl ich das wirklich, ich versuche das ernsthaft, ich probiere das wirklich. Unterm Radar zu fliegen irgendwie erwischt es mich immer wieder. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, deine Ölpumpe kann verbessert werden. Tipp auf die Ölpumpe und auf verbessern. Ölpumpe, aufwerten. Zack. So. Aufwerten, da brauche ich dann auch Metall dafür. Okay, also es, du hast dein Ziel erfüllt, hol dir deine Belohnung im Zielebildschirm ab. Da gibt es einen Zielebildschirm. Abholen. Bam. So, aber ich weiß. Yeah. Ich will nicht schon wieder angreifen jetzt jemand. Warum kann ich nicht mal in meiner Basis bleiben und mal alles eintippen? So, jetzt kann ich eben hier weiter gegen die Straße des Überlebens spielen. Oder ich kann einen Überfall planen oder baue eine globale ein globales Operationsgebäude, das machen wir dann irgendwann mal. So, dann schauen wir, was wir dafür kriegen. Die ersten Angriffe auf Yusuf al-Baghdadis Streitkräfte waren sehr erfolgreich, doch Ressourcen sind immer noch knapp. Metall und Öl stellen ein besonders großes Problem dar, weil du sehr viel von ihnen brauchst, um deine Armee aufbauen und reparieren zu können. Yusufs Streitkräfte verfügen über große Mengen der von dir benötigten Ressourcen. Greife sie an und plündere sie aus. Ist irgendwie so ein bisschen so als wie damals, als wir da in, ne, als wir da in Afghanistan eingefallen sind. Die hatten auch ganz viele Sachen, die wir wollten. Diese alte Straße führt direkt zu einem feindlichen Ressourcenlager. Du weißt zweifelsohne, was zu tun ist. Mach ihn die Hölle heiß, Commander. Hallo? Ja, ja, danke. Wähle alle Einheiten, tippe hier rein. Und go, 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 go. Und dann gibt's einen deutschen YouTube-Kanal von der Bundeswehr irgendwie. Yay. Geht da hin. Oh, mein Panzer sieht schlimm aus. Ja, das ist gar nicht gut. Ich hab da so einen Panzer, den will ich nicht verlieren, Leute. Was ist da hinten? Ach, da ist ein Lager. Das sind aber Leute. Mach die Platz, bitte. Das geht an mein Auto drauf. Den ich mir eben gebastelt hab, diesen Jeep. Was ein Scheiß. Können wir mal die Lager kaputt machen? Nein, mein Jeep ist wirklich gleich in die. Das ist ganz schön gekracht gerade. Da gibt ein Läufer hier rum. Einsam und allein Läufer hier rum. Will er sich anschleichen? Will er von hinten kommen? Da versteckt er sich dann. Der versteckt sich dann. Mein Auto ist kaputt. Ernsthaft. Jemand hat meinen neuen Jeep kaputt gemacht. Das ist doch scheiße. Warum habe ich nur einen Stamm? Oder heißt das, ich habe es geschafft? Also, so. Ich habe es jetzt mal angespielt. Ich schaue mir das weiter an, versprochen. Was ich davon halten soll, weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht wirklich. Genau, diesen Weiter-Button hatte ich auch noch nie gedrückt. Ach so, das ist dann weiter, das ist dann der nächste Abschnitt. Ne, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Yusuf al-Baghdadis Streitkräfte wurden dabei beobachtet, wie sie Zivilisten zusammengetrieben haben. Erste Berichte über die Folgen des Zusammenbruchs in Europa besagen, dass Yusuf al-Baghdadi die Gefangenen für Zwangsarbeiten einsetzt. Wir haben 3 Kilometer von unserem aktuellen Standort ein Militärgefängnis entdeckt. Zerstöre diese Basis und erobere das. Nein, ich will nicht. So, verlassen. Will ich nicht. Habe jetzt keinen Bock drauf. Habe ich jetzt keine Bock. Also wie gesagt, ich schaue mir das jetzt mal weiter an. Wenn du der Meinung bist, ich soll das weitermachen, dann lass es mich wissen. Sollte es hier möglich sein, Fraktionen zu gründen, dürft ihr euch sicher sein, ich werde auch hier die Prostata Brothers gründen. Ja, wirklich. Bewerte uns.
Nee, weiß ich noch nicht. Stell mir die Frage später nochmal. Wir klicken hier noch auf Armee. Und dann mache ich morgen einen zweiten Teil. Neue Einheit. Ein Schütze. Kann ich bauen. Für 1000 irgendwas. Genau, so. Den haben wir jetzt gebaut, den fügen wir unserem Trupp hinzu, ne? Was kann der? Hallo? Fügt der Trupp? Kann ich zwar drauf drücken, aber passiert nichts. Schütze, Ausrüstungsbonus, bla bla bla. Ja, schlecht gegen Jeeps und sowas. Keine Ahnung. Hier könnte ich ihn befördern. Was haben wir hier? Hier haben wir neue Einheit, ein Rhino, ein Panzer. 8000. Huh. Oder 46 von diesen. Was sind das? Das muss ich mir auch erstmal anschauen. Das ist immer so, wenn du neue Spiele anfängst, so, hä, was ist was? Schwarzmarkt. Ah, die Preise sind ja wieder. Hum. Eine kostenlose. Ich habe eine kostenlose Kiste. Warum habe ich eine kostenlose Kiste? Warum sagt mir keiner, dass ich eine kostenlose Kiste habe? So, Infanterie. Insgesamt 5 Stück mal 4. Hä? Was ist das? Aufwertungsbereich. Ein Reno. Gut. Also, kostenlose Kiste gibt es immer einmal in 24 Stunden. Antippen zum Öffnen. Ist nochmal eine kostenlose Kiste. Ich weiß nicht, woher die jetzt kommt, aber. Infanterie insgesamt 7. Was ist das? Nochmal ein Reno. Okay. So, da gibt es kostenlose, da gibt es zwei verschiedene kostenlose Kisten, eine große, eine kleine. Ansonsten gibt es hier scheinbar nichts. Hier kann man für 109,99 € wieder ordentlich Geld ausgeben. Was ist das hier? Weiß kein Mensch. Weiß kein Mensch, was dieses blaue Zeug ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was. Hä? Hä? Ich gehe mal auf die Jungs hier. Kann ich was reparieren? Super. Jetzt kann ich erstmal was reparieren. So, da haben wir 10 Leute ein. Was ist. Hä? What the fuck? Level 1, die sind schon dabei. Denke ich. So, hier kann ich welche befördern. Das, da schau, jetzt kann ich befördern. Und zwar, ah, dafür braucht man diese Karten scheinbar, diese kleinen, die ich hier kriege. Oder Schützentruppen richten erheblichen Schaden an, sogar bei Flugzeugen. Biete ihnen Schutz hinter Panzern und Bereichen, die nicht von Raketen und Mörsern beschossen werden können. So, Beförderungskosten, Gegenstand, Schütze, einzigartig. Oh. Was? Verfügbar, Schütze, kritisch, kaufen, 50. Was? Hä? Also das checke ich jetzt hier nicht ganz, um ehrlich zu sein. Aber scheinbar, wenn ich genug Eisen hätte oder Metall, könnte ich sie scheinbar befördern. Gut, das ist ja schon mal so ein, das ist ja schon mal was, ne? So, den haben wir verloren, eben den haben wir repariert, den kann ich noch nicht bauen. Was Flieger kann ich sicherlich auch noch nicht bauen. Genau, Spieler Level 18 und so. Das dauert noch ein bisschen. Spieler Level 2 gibt es hier auch irgendwie. Das habe ich auch noch nicht. Ja, das muss ich mir noch alles genau anschauen. Ja, aber ich denke, vielleicht gibt es ja hier auch sowas wie. Vielleicht gibt es ja hier auch sowas wie Traits oder Fähigkeiten. Aber scheinbar nicht irgendwie. Hier kann ich. Was ist das hier? Bündnis, Botschaft, wo ist das mein Hauptgebäude, oder? Mit dieser Flagge dran. Aufwerten, Öllager. Öllager kann ich aufwerten. Für 2000. Hervorragend. Das machen wir doch gleich mal. So. Was sind hier für Reiter, Leute? Duck. Angriffsprotokoll. Hier habe ich einen Sieg. Achso, halt, kommen wir mal raus. Angriffsprotokoll. Und hier haben wir einen Chat. Das ist ein. Englischsprachiger Chat, okay, ist jetzt nicht so dramatisch, aber was haben wir hier? Du musst ein Global Operations Gebäude errichten, um eine Zone einzunehmen und hier zu chatten. Ein Bündnis beitreten, yay, hier kann ich wieder Bündnisse machen. Bündnis beitreten. Ihr könnt beim epischen Moment dabei sein, vielleicht, möglicherweise kann ich ja jetzt die Prostata Brothers hier gründen. Ich will nicht wählen, ich möchte ein eigenes haben. Erstellen. Das Gedusch. Bündnisname. Langsam irgendwie. So. Prostata Brothers. Dankeschön. Zack. So. Offen. Symbol. Was machen wir als Symbol, Leute? Was machen wir als Symbol? Oh. Die haben ja richtig coole Symbole. Das sind mal Symbole, Leute. Walking Dead lässt grüßen, Leute. Schaut euch mal an, was die für Symbole hier haben.
Was? Nein, 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 doch nicht so ein planloses, Leute. Was nehmen wir für eins? Oh, so ein Illuminatenzeichen, das wäre ja auch cool. So eine Pyramide mit einem Auge drauf, finde ich gut. Leck ein bisschen. Oh, Anarchenzeichen ist natürlich auch klasse. Schwierig, schwierig, schwierig. Was nimmt man nur hier? Was nimmt man nur hier? Oh yeah. Das ist wirklich schwer, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ein Donut, super geil. Also das ist ja lustig. Also hier gibt es echt viele Zeichen. Das ist jetzt mal was Positives, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was war mein erster Blick? War, glaube ich, die Illuminaten-Dinge. Nee, also mein erster Blick waren eigentlich die hier. Darum nehme ich die hier. So, offen, das lassen wir erstmal. Ach, da könnte ich vielleicht noch. Ah, funktioniert mein. Danke, Wien. Hallo, Wien. Ja, das bearbeite ich irgendwann. Das ist mir jetzt zu. Wir erstellen die jetzt. Boom. Prostata Brothers gibt es jetzt auch bei Rough Commander, hoffe ich. Kann ich nicht bestellen. Warum kann ich die nicht erstellen? Muss ich was reinschreiben oder so? Was? Nee, nee, nee. Was steht hier? Muss aus 4 bis 14 alphanumerischen Zeichen und Leerzeichen bestehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kann ich das nicht nehmen wegen dem. Das ist zu viel. Prostata Brother. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das gibt's nicht. Ich kann ernsthaft, Prostata Brothers kann ich nicht nehmen oder was? Gebärmütter geht dann wahrscheinlich auch nicht. Ich kann hier keine Prostata Brothers nehmen, das ist doch zum aus der Haut fahren, oder? Oh, Leute, weil sie ja 14, was soll das? Prostata Brothers, was nehme ich? Tja, hilft ja nichts. PBs. Wir kürzen es mal ab. Vielleicht kann ich es irgendwann noch ändern. Jetzt sagt er wahrscheinlich, ich kann es nicht nehmen, weil. Genau. Weil da ein drin ist, ne? Gut. Prostata. Bros. Ja, leider, ich würde gern Prostata Brothers nehmen, aber. Ging bisher in allen Spielen irgendwie, aber hier geht's halt jetzt nicht. Gut, dann lassen wir's. Wir machen die Prostata Bros draus. Nervt mich jetzt ein bisschen, aber zum Testen, sei es drum. So, Prostata Brothers, wir haben keine Punkte. Ich kann hier Leute einladen, Beschreibung austreten und so weiter und so fort. Dankeschön, ich bin dem Bündnis beigetreten, das ist mein Bündnis. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das war der Anfang von Rough Commander. Wenn ihr wollt, wie gesagt, Daumen nach oben, dann mal weiter, Kommentare runter, falls ihr es auch spielt. Falls ihr Ideen habt, falls ihr Anregungen habt, auch alles bitte einfach in die Kommentare hauen. In der Infobox gibt es meine Line-ID, wenn ihr da irgendetwas loswerden wollt. Und wir sehen uns dann in aller Frische morgen früh wieder zu Walking Dead, würde ich sagen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis neulich.